Harter Geist, weiches Herz ist das Zitat, das Sophie Scholl als Person mit Charakter vielleicht am besten beschreibt. Die mutige Geschichte Sophie Scholls und der Weißen Rose ist weltbekannt, mehrfach verfilmt worden. Es gibt zahlreiche Theaterstücke und natürlich auch Bücher. In dieser Version wird ihre Geschichte als bewegende Graphic Novel, also als Comicbuch, erzählt. Erschienen ist Sophie Scholl die Comicbiografie schon 2015. Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Sophie Scholl am 9. Mai diesen Jahres soll nochmal darüber gesprochen werden. Außerdem ist Sophie Scholl auch aus der Region gewesen. Mit 11 ist sie mit ihrer Familie nach Ulm gezogen. Zur Geschichte. Während die junge Sophie gegen die Nazi-Diktatur und für Gerechtigkeit kämpft, macht ihr Freund Fritz Hartnagel Karriere als Wehrmachtsoffizier. Der Briefwechsel der beiden gibt einen in dieser Art noch immer recht neuen Einblick in das Leben und Denken Sophie Scholls und bildet die Grundlage dieser Comicbiografie. Die feinen, detaillierten Zeichnungen von Ingrid Sabisch lassen die Zeit und die starken Charaktere dabei auch sehr lebendig wirken. Diese lehrreiche Graphic Novel blickt also auf eindrückliche Art und Weise auf das Leben der Widerstandskämpferin. Sie gibt nachfolgenden Generationen einen tiefen Einblick in die Motivation und das Denken hinter der Weißen Rose und leistet so einen Beitrag an das Erinnern. Und das ist heute wie gestern sehr wichtig. Sophie Scholl, die Comicbiografie, gibt es im gut sortierten Buchhandel und natürlich im Comicladen ihres Vertrauens.